Hallo, hallo ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich glaube, nein, ich ändere das Licht jetzt nicht. Es passt schon so. Dann könnt ihr außerdem auch, ja, egal. Wir begeben uns in Trance und kämpfen gegen die letzten Dämonen, die noch in uns herrschen. Die ultimative Schachpartie. Eindringlingsalarm, Fremdkörper gesichtet. Lilly, was tust du hier? Das ist meine Trance. Was soll das werden? Eine Herausforderung zum Kampf? Defensivmaßnahmen eingeleitet. Dämonen in Verteidigungsposition. Ich erwarte einen fairen Kampf. Haltet euch an die Regeln. Oh je, wo war Lilly da schon wieder reingeraten? Es sah so aus, als würde sie alle ihre wiedererlangten Fähigkeiten einsetzen müssen, um diese Schlacht zu gewinnen. Alles klar, alles klar. Den Ort der Harvey auswählen. Wir müssen der Flucht bringt halt eher wenig, ne? Wir könnten skippen. Jetzt seid ihr am Zug. Wählt eine eurer Harvey-Spielfiguren auf der rechten Seite, danach die Aktion aus der Liste unten links und schließlich das Ziel der Aktion. Beachtet die Anweisungen im Aktion. Ja, okay. Du bist am Zug. Ich wähle eine der Harvey-Figuren. Erstmal den Feuer-Harvey. Der Megabrand mit dem Alkohol-Harvey macht. Regelverstoß. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Du kannst mich in meiner eigenen Trance nicht besiegen. Aha. So ist das also. Du sollst erwachen. Lilly würde den... Du sollst nicht... Das war aber. Seltsam, nicht ein. Der Sonn. Lilly wird. Okay, ich rede erstmal mit Anna. Ich freue mich ja so, dich zu sehen. Ich würde dich ja umarmen, aber diese Woll-Version eines H.R. Geiger-Albtraums schränkt meinen Handlungsspielraum etwas. Können wir diese rührende Wiedersehensszene auch später? Erst einmal brauchen wir einen Plan. Deine Mutter braucht einen Plan. Deine Mutter hat einen Plan. Zum Beispiel, mir einen Sinn für die Realität zu vermitteln. Was ist der Plan deiner Mutter? Ach, ich vergaß, du hast ja gar keine Eltern mehr. Boah, wie fies. Das ist echt fies. Was? Oh, Lilly hat recht. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Jo. Einverstanden. Schnösel. Lilly zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das Augen? Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Allerdings fehlte noch etwas, um diesen Plan umzusetzen. Perfekt. Hier hast du Nadel und Faden. Lilly, sie wusste, aber viel. Sie macht. Lilly, so, aber was hat sie wirklich? Ja, sie hat nichts was zu verlieren. Was machst du? Lass da, du sollst keine. Du sollst du mich an meinem fusseligen Hintern kraulen. Ha! Ho! Yay! Ich bin wieder da! Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder der Alte. Harvey. Bist du es? Und da ist ja auch Edna. Los, 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 los. Lass uns etwas anzünden. Und damit zum Mond fliegen. Und das anschließend. Na los, Lilly. Worauf wartest du? Nehmen wir die Bude auseinander. Yippie! Hey,
Kumpel. Und niemals sollst du tun und lassen. Hä? Also, wie kann man nur so... Du musst uns befreien, Lily. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Konnte Lily der Oberin auf diese Weise helfen, ihre Blockaden zu lösen? Zitternd zog sie an der Schnur. Wookie. Eigentlich diese Nahkampflaserschwert mit macht mehr Schaden. Kein Harvey. Oh Gott. Kann noch irgendein anderer Harvey auf zwei Gegner? Bringt eine Gegner dazu, für dich zu kämpfen?
Schön. Ich glaube, ich mache jetzt das ganz einfach Offensive. Der kann mir ruhig einen haben. Auf Dauer. Aber ich musste jetzt einfach mal in die Content-Offensive. So. Nein, Harry, einmal noch. Einmal magst du noch deine Magie. So. Dann kann der noch einmal attacken. Und der schützt den Harry per Schadenmauer. Bring den Harry kurz dazu für dich zu kämpfen. Ich hätte anderen nehmen sollen, aber okay. Schützt deinen Harry per Schadenmauer, also schützt dich selbst. Dann machen wir noch einmal. Zack. Jetzt hat er Nummer 1. Und das. Da machen wir jetzt. Warte. Lässt einen Harvey dreimal haben. Dann können wir hier Laserschwert. Oh, 6 Damage, das ist geil. Okay, einmal noch mal hier und das Game ist aus. Du hast gewonnen! Ohne einen Harvey zu verlieren. Das kann nicht sein. Natürlich ist die KI ein bisschen dumm. Du solltest doch aufpassen, dass sie sich an die Regeln hält. Sie kann hier doch nicht einfach tun und lassen, was sie will. Na klar, Randale! Aber wir brauchen Regeln! Sonst! Wir brauchen keine Regeln. Regeln sind was für Loser. Ganz ehrlich. Nein, Regeln sind wichtig, aber nicht nur. Ja, im Endeffekt, aber egal, wir brauchen diese Harveys nicht mehr. Das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Die Blockaden der Oberin waren beseitigt. Okay, hatte Oberin. Lilly einen Fehler gemacht? Nein, ich glaube nicht. War die Oberin jetzt wieder so streng und bösartig wie zuvor? Doch noch als Lilly das dachte, begann die Oberin bitterlich zu weinen. Danke, Lilly. Ich hatte ganz vergessen, was es heißt, ein Kind zu sein. All diese ungerechten Regeln. All diese Verbote. Oh, Lilly, was habe ich euch nur angetan? Bravo, Lilly. Wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Jetzt nimm ihr das Messer ab, damit du uns endlich losschneiden kannst. Ja, okay, macht Sinn. Wo ist das Messer? Hallo? Die Oberwiese. Lilly hatte die Ober. Aber nie weinend. So. Wo ist jetzt das Messer? Lilly hält ob es ein. Ah. Wir zeigen ihr Harvey. Der ist aber süß. Meinst du, ich könnte den auch mal halten? Aber Lilly, was hast du vor? Willst du mich wirklich der Oberin überlassen? Ich möchte meine, kurz erwähnen, sie könnte schon eine Kunst Schau kann man ja frei interpretieren. So, aber ich dachte, wir zwei sind jetzt Freunde. Deswegen interpretiere ich diese Stelle gerade ein bisschen als Demenz. Lass uns noch ein paar Dinge anzünden. Weil oder sie mit alt Edna quatschen. Ist oder uns irgendwas Verrücktes aus Gegenständen zusammenbasteln. Oder sich wieder wie ein Kind oder verhält. Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Eigentlich nicht, aber. Aha. Wirklich? Wirklich? Nichts zu verlieren. Harvey ist ja nicht der Hase von Lilly. Oh, Lilly. Wie soll ich das je wieder gut machen? Du willst jetzt sicher eine Gegenleistung. Richtig? Ich habe leider nur dieses Messer. Meinst du? Es wäre angemessen. Aha. Angemessen, ah, verstehst du? Ein Messer ist angemessen. Danke für alles. Gut,
gemacht. Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy einzustellen. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin. Was noch viel lässiger ist als Deputy. Wie auch immer. Schneid uns bitte schnell los, dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das sie noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten. Aber dieses Mädchen war ich. Was für eine Überraschung. Ja, und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im Nullkomma irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber, Lilly, hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly, schneid uns endlich los. Was soll das? Du wirst doch keine Dummheit machen wollen, oder? Lilly, wohin gehst du? Lilly! Lilly! Wir können jetzt nicht mehr Escape drücken. Ich sage jetzt mal so. Es gibt, glaube ich, 3 verschiedene Enden, wie das Ganze hier ausgehen kann. Ich lade natürlich alle 3 Enden für euch am selben Tag wieder hoch. Wie es damals bei Edna bricht aus war. Und sie beginnen alle mit dieser Szene. Also, deswegen bedanke ich mich recht herzlich erstmal fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in den 3 Enden wieder. Führt gut.